Gesund in der Bastelzeit und heute ist mal wieder der hier auf dem Tisch, das HP bzw. Agilent Keysight 66311B. Das Ganze schimpft sich Mobile Communications DC Source, ist fancy Name für ein Labornetzteil, allerdings mit ein bisschen höherer Auflösung, bisschen mehr Steuermöglichkeiten und auch ein bisschen mehr Gewicht. Das Ding wiegt mal eben 10 Kilo. Im letzten Video hatte ich ja schon gezeigt, was das Ding so alles kann. Allerdings hatte ich auch damals schon versprochen, da kommt noch ein zweites Video, denn wir haben es angeschaltet, das können wir nicht so stehen lassen. Also zerlegen wir es natürlich noch. Ja, beim Zerlegen gelten die üblichen Hinweise. Nummer 1, das Ding hat Torx. Okay, ich gehe mal Torx suchen. Und Nummer 2, nicht nur Netzstecker rausziehen, auch immer dran denken, hier können Kondensatoren drin sein, die entsprechend dann auch, wenn das Ding komplett ausgeschaltet und ausgesteckt ist, noch lebensgefährliche Spannungen halten können. Also Vorsicht mit den Fingerchen. Okay, und damit sind wir dann auch im Inneren und wir sehen erstmal das, was wir auch schon so ein bisschen vermuten konnten, nämlich ein riesiger Trafo. Überraschung, bei dem Brummen war das irgendwie klar. Das ist dann auch die Stelle, wo die 230 Volt herkommen. Man kann hier wahrscheinlich über diese Tabs das ein bisschen umstecken und hat dann 120 Volt oder 220 Volt, je nachdem, was man benötigt. Was wir ebenfalls sehen, ist hier oben dieses Plastikding. Da machen wir das so, dann kann man es, denke ich, noch besser sehen. Das ist tatsächlich unser Stromschalter, den wir gesehen haben. Das heißt also, der geht wirklich hier rein und drückt dann einen halbwegs echten Schalter, der tatsächlich zum Trafo geht. Der Ausgang selber dürfte hier unten sein. Hier sehen wir erstmal einen riesen Kondensator. Was hat der? Das sind 18.000 Mikrofarad bei 50 WV. Was sind denn WV? Muss ich das kennen? Ja. Noch einen zweiten hier unten und jede Menge TO220-Pakete da unten drin. Und wenn wir da unten noch reingucken, da sehen wir dann auch da drüber so ein paar Widerstände. Das dürfte wohl so eine Art Current Sense sein, der da läuft. Wir sehen auch eine Menge, was hier nicht bestückt ist. Das könnte sein, es gibt hier das Modell auch noch mit zwei Ausgängen, dass das damit zu tun hat. Weiter hinten, ich sehe ja Dinge. Da haben wir dann erstmal diesen großen silbernen Kasten. Das ist nichts anderes als ein riesen Kühlkörper. Hier sitzt auch unser Lüfter, der so viel Krach macht. Und ich gehe davon aus, dass hier dann an der Seite die Transistoren für den Ausgang dran geschraubt sind. Da kann man schon so ein bisschen was erahnen. Hier oben haben wir ein Board, was Digital-Fu macht. Das dürfte dann wohl unser GPIB und so weiter sein. Das ist mit Flachbandkabeln, die teilweise nicht richtig eingesteckt sind, nach unten verbunden. Und unten drunter sitzt dann wahrscheinlich die ganze Technik. Ich schaue mal, ob ich den hier irgendwie rausbekomme, dass wir auch da drunter vernünftig reinschauen können. Ich glaube, da muss ich eine Runde schrauben. So, dann gucken wir mal. Also wie gesagt, hier oben ist die komplette Steuerung, wie es aussieht. Wir haben auch hier ein HP-Logo drauf. Also ist HP, auch wenn sie sich tausendmal umbenennen. Und wenn wir das hier mal rausziehen, vorsichtig hier mit den Kabeln hinten, dann sieht das hier so aus. Hooray! Ja, was haben wir denn hier Schönes? Nun, das große Teil in der Mitte ist ein DSP, ein Texas Instruments TMS 320 C32 PCM40, Copyright 95. Das ist ein 32-Bit-Mikrocontroller, wobei nicht Controller, Mikroprozessor eher. Allerdings DSP, Digital Signal Processing, das heißt, der ist speziell auf Signalaufbereitung ausgelegt. Das heißt zum Beispiel, dass er besser mit Fließkommazahlen und solchen Sachen umgehen kann als viele andere. Da das, wie gesagt, kein kompletter Controller ist, sind die anderen Sachen separat. Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich RAM und ich würde mal schätzen, das hier ist unser ROM mit der Firmware drin. Deswegen ist das auch in so einem Sockel, wo man das Ding schnell wechseln kann. Ansonsten haben wir hier einen Xilinx XC3030A. Das ist ein FPGA, also etwas, wo man Dinge in Hardware reinmachen kann, die man sonst in Software machen müsste. Vorteil in Hardware, meistens geht es schneller.
Auch dazu gibt es dann wahrscheinlich der hier, den Kontrollspeicher, wo die Software für den drin liegt. Und ja, was haben wir noch hier? Wir haben hier einen Quarz, 40 MHz oder Oszillator eher. Der ist entsprechend, wenn wir hier gucken, direkt hier in den Reihen. Wir haben hier den großen TL16C552. Das müsste ein UART-Controller sein für RS-232. Das heißt also wahrscheinlich geht der in den und dann hier raus. Die ganzen Chips hier, wahrscheinlich alles irgendwie GPIB-Sachen, weil ist direkt daneben. Und dann haben wir hier noch eine Menge daneben an Zeugs. Das, ja, das wird diverse Hilfssachen sein. Hier ist zum Beispiel ein ADC, hier ist ein Max, hier irgendwas, was auch wieder so aussieht, als ob das Zeitsachen sind, Timing-Geschichten, halt solche Dinge. Die Verbindung haben wir dann hier hinten. Wir haben einen nicht bestückten. Wir haben einen, der geht zu einem, ich schätze, es ist ein Linearregler oder irgendwas. Das dürfte die Stromversorgung sein, auch von den Spulen hier dahinter. Das Ding hier, das geht zum Frontpanel. Dürfte eine serielle Verbindung sein nach da. Und das große zum Hauptboard, worüber dann die komplette Kontrollelektronik dann am Schluss läuft. Speaking of Hauptboard, wenn wir uns das hier mal angucken, einfach rüberschieben. Wir haben ein paar Sachen, die auffällig sind. Wir haben hier einmal ein paar TO220, die irgendwie mit einem Kühlkörper lose rumstehen. Finde ich jetzt nicht so doll, aber es ist halbwegs stabil. Also ich kriege sie nicht irgendwie mal einfach umgebogen. Also wird schon passen. Auf dem Board selber jede Menge Hühnerfutter. Das wird die komplette Kontrollelektronik sein, um da Feedback zu kriegen vom Ausgang, zu vergleichen mit dem, was eingestellt ist, etc. etc. Wir haben ein paar größere Sachen hier. Das hier, das ist ein Widerstand. 0,05 Ohm dürfte halbwegs präzise sein und dann wahrscheinlich unsere Strommessung darstellen. Wir haben das Ding hier, 50 plus minus 10%, 30 Volt. Ich schätze, das ist ein Kondensator, der dann auch irgendwelche Dinge misst. Unten drunter sind dann auch nochmal Widerstände. Das sieht mir auch alles nach Präzisionszeugs aus. Was relativ auffällig ist, wir haben doch relativ viele Bots. Also wir haben hier irgendwie, wo an IC was dran gelötet ist, an den Transistor was dran gelötet, hier etwas, was quer drüber läuft und an den Spule oder Diode dran gelötet ist, hier ein bisschen was an Widerstand gelötet und hier ist sogar noch ein Draht, der kommt von hier hinten und läuft irgendwie die komplette Strecke. Aber das hat man halt ab und zu schon mal bei hier solchen teuren Geräten. Da ist dann der Arbeitsaufwand und die Lohnkosten, um mal ein Draht einzulöten, am Ende eventuell tatsächlich günstiger, als ein komplett neues Board zu produzieren. Zumindest mal damals. Ich schätze halt, wie gesagt, das Ding hier stammt so eher aus den 90ern. Ich sehe zwar jetzt auf Anhieb keine Datecodes, aber es deutet halt so auf diesen Bereich hin. Ansonsten, wie eben schon vermutet, haben wir hier unseren Kühlkörper mit den ganzen Dingen. Ist ehrlich gesagt nicht ganz das, was ich erwartet habe. Ich habe zwar vermutet, dass jetzt hier die Haupttransistoren drauf sind. Was ist das hier? Das ist Motorola, wenn ich das richtig sehe. Ja, MJL21194. Davon haben wir drei Stück, plus dann hier nochmal ein paar kleinere. Ich mache jetzt die Klammer nicht ab, um nachzugucken. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist die Art der Bestückung. Wir haben hier einen, der nicht bestückt ist. Ich hätte eher mit zwei gerechnet, dass wir zwei Stück pro Kanal hätten, aber na, offensichtlich haben wir drei. Nur einen nicht bestückt für dann wahrscheinlich den zweiten Kanal. Der ist im Übrigen auch hier hinten, wenn man hier guckt, hier so ein Loch hinten drin. Also das Board hier ist auf jeden Fall, wie es aussieht, dafür vorgesehen, auch die Variante mit zwei Kanälen herzustellen. Ja, zum Frontpanel gibt es nicht viel zu sagen. Es ist ein VFD, wie wir das schon gesehen haben. Das heißt also röhrenbasiert. Die können mit der Zeit nachlassen mit der Intensität. Das hier ist noch super. Ansonsten nicht viel zu sehen. Die Ansteuerung sitzt nahezu komplett unter dem VFD. Also da kann man leider so gar nichts sehen. Dann schauen wir gerade noch mal so ein bisschen in die Anleitungen, ob wir da was sehen. Das erste, was mir aufgefallen ist, das Ding gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Und zwar einmal mit Through-Hole oder einmal mit Surface-Mount. Da bei uns SMD-Chips drauf waren, gehe ich sehr stark davon aus, wir haben eine SMD-Variante. Wenn wir hier gucken, wir haben hier einen Output-Fuse, den Output-Capacitor.
Das war also der große weiße, den wir gesehen haben. Der ist dann für den Ausgang. Und ja, hier sieht man schon, hier sind ein paar Sachen, hauptsächlich Spannungsversorgung, Sicherungen, einmal erklärt. Wenn wir dann mal ein bisschen weitergehen, kriegen wir auch ein Blockdiagramm. Wir sehen hier den großen Trafo mit verschiedensten Dioden, die als Gleichrichter dienen. Und wenn wir hier gucken, hier oben haben wir die Linie, die zum Ausgang geht. Wir sehen ja Output plus Output minus. Wir gehen hier im Prinzip durch einen Output Regulator. Das ist also die eigentliche Schaltung mit diesem Transistor in Darlington-Konfiguration wahrscheinlich müsste das sein. Wenn ich richtig sehe, hat man einen MOSFET zum Schalten, aber dann einen BJT, um den Jahrenbetrieb zu fahren. Kleinen Op-Amp, der das Ganze dann ja auch direkt ansteuert. Den Rest gucken wir uns gleich an, der ist auch interessant. Wir gehen von da aus über ein paar Widerstände, hier unter anderem für Shunt, dass wir den Strom messen können. Wir haben hier, wie wir sehen können, was war das nochmal für ein Symbol? Thyristor? Das ist, wie wir hier sehen, eine Crowbar Control. Im Prinzip ist das Ding einfach nur da, um bei Bedarf, wenn hier das Ganze ausgelöst wird, den Ausgang kurz zu schließen. Das kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn man irgendwie erkennt, dass zu viel Strom fließt, dass man irgendwie über die Voltage Limits kommt, die man gesetzt hat. Damit kann man das Ding kurz schließen und den Ausgang dann quasi direkt auf Null legen, ohne dass, oder im Versuch, dass die Last hinten dran, die wir dran geschlossen haben, da dann keinen Schaden nimmt. Und dann hier noch ein bisschen Filterung, einen zusätzlichen kleinen Messtrafo, wie es aussieht. Und hier steht was von High Bandwidth Current Amplifier, wenn ich das richtig vermute. Das heißt, das wird dann wahrscheinlich sein, um den Strom auch im Auge zu behalten, wenn das Ding relativ schnell oszilliert oder so. Und ja, das ist die eigentliche Messung, die wir jetzt haben. Wir haben etwas, um hier unseren Strom zu messen. Wir haben etwas, um Strom zu messen, wenn die Frequenz hoch ist. Irgendwo geht es auch mit Sicherheit ab, um die Spannung zu messen. Was noch interessant ist, ist dieser Block hier. Denn wir sehen, wir haben nicht nur hier unser Plus-Minus am Ausgang, sondern wir haben jetzt plötzlich noch einen zweiten kompletten Bereich hier, der auch irgendwas macht und den Plus hier runter über einen Widerstand gegen eine negative Spannung schalten kann. Macht das Sinn? Naja, das hier, das ist der sogenannte Down-Programmer. Down-Programmer kann verschiedene Sachen, verschiedene Aufgaben haben. Eine Möglichkeit ist, ähnlich wie Crowbar, nur ein bisschen gezielter, den Ausgang runterzuziehen. Das kann man zum Beispiel nutzen, um den Ausgang relativ flott auf eine niedrigere Spannung zu bringen. Allerdings halt nicht direkt einfach nur kurz schließen, sondern ein bisschen gezielter, weil man den halt auch steuern kann. Und das andere ist, wir können im Prinzip jetzt hier unseren Strom auch rückwärts fließen lassen und ableiten. Das Ding kann man nämlich tatsächlich auch eingeschränkt als elektronische Last betreiben. Wenn wir mal statt hier ins Service Manual ins User Manual gucken, da sehen wir hier auch, das ist jetzt, was das Ding kann. Und das Ding ist mehr oder weniger 2-Quadrant. Das heißt, wir können entweder einen Strom rausgeben bei einer Spannung. Wenn wir gucken, können dauerhaft 15 Volt bei, das ist ein Beispiel, 15 Volt bei 3 Ampere rausgeben oder für 7 Millisekunden auch mal 5 Ampere. Aber wir können auch bei 15 Volt bis zu 1,2 Ampere von der Last aufnehmen und so dann ableiten. Das kann zum Beispiel hilfreich sein, wenn man irgendwie ein Netzteil testen möchte und da eine Last abführen möchte. Bei sinkender Spannung geht es sogar noch hoch bis 2,8 Volt. Das Ganze hat allerdings eine Einschränkung. Und zwar im Gegensatz zu einer richtigen elektronischen Last ist hier, wenn ich das richtig gesehen habe, der Strom nicht steuerbar. Das heißt also, wenn man die Spannung niedriger stellt als das, was hinten dran liegt, dann gehen die 1,2 Ampere im Zweifelsfall weg und es gibt da kein Limit, wie viel Strom da wirklich durchgeht. Trotzdem interessante Sache. Ja, ansonsten jede Menge Steuerzeugs. Wir haben hier den Fan-Driver, um entsprechend den Lüfter auch nur laufen zu lassen, wenn es wirklich notwendig ist. Wenn wir dann mal was weitergehen, dann kommen wir hier auf die ganze Elektronik, also die Steuerung. Hauptteil scheint hier so ein bisschen, dieses Xylinx? Okay,
Ich kenne das nur als Xilinx mit X, dieses Logic Array jedenfalls. Und ja, der macht im Prinzip hier die komplette Anbindung von allem, was irgendwie mit der Steuerung zu tun hat. Gegebenenfalls noch mit ADCs und DACs und so weiter. Das heißt, hier auf der sekundären Seite, da wird mit diesem Xilinx-Zeug alles, was analog ist, eingelesen, alles, was wir steuern wollen, ausgegeben. Und von da aus geht es über einen Optoisolator auf eine andere Seite und da ist dann plötzlich unser DSP, unser Digital Signal Processor, also unser eigener, ja wahrscheinlich die Hauptsteuerung. Das heißt, die Hauptsteuerung hat elektrisch erstmal keine Verbindung mit der ganzen Ausgangssteuerung. Das kann hilfreich sein, um Schleifen zu vermeiden, um irgendwelche Störimpulse draußen zu halten. Ist auf jeden Fall ein gutes, interessantes Design. Und ja, der DSP, der steuert dann hier RAM, ROM, unsere Interfaces nach draußen an und auch hier unten unseren Frontpanel-Connector. Und das Frontpanel, das hat noch, dann nochmal einen eigenen Mikroprozessor oder Mikrocontroller. Und der steuert dann wiederum oder kümmert sich um Keypad, den RPG, was auch immer das ist, könnte dieser Drehknopf sein und über einen zusätzlichen Display-Treiber dann das Display. Wie gesagt, Display ist ein VFD, Vakuumröhren und so, braucht höhere Spannungen. Deswegen braucht man da einen separaten Treiber. Auf der Stromversorgungsseite haben wir dann noch jede Menge zusätzliche Stromversorgungen. Was hier aber interessant ist, ist dieser U755. Das ist anscheinend unsere Spannungsreferenz, 2,5 Volt. Gucken wir doch mal, ob wir rausfinden, was das ist. Ja, wenn wir mal gucken, hier haben wir diesen U755, 1403, mit der Nummer kann ich leider nicht so viel anfangen. Auch ansonsten ist das, wenn das wirklich die Voltage Reference ist, wonach es aussieht, überschaubar. Von größeren Messgeräten kennt man ja, dass eventuell da irgendwas an Isolierung drum ist, um die Temperatur stabil zu halten oder sogar das Board teilweise ausgefräst ist, um Störungen rauszuhalten. Hier ist es einfach ein 8-Pin-IC, der da auf dem Board sitzt. Wie gesagt, 1403 konnte ich jetzt nicht finden. Im Internet findet man aber immer wieder Verweise auf den ADR03 von Analog Devices. Das könnte hinkommen. Ich konnte zwar jetzt nicht rausfinden, ob die schon damals auf dem Markt waren, aber Analog Devices wurde von HP hier in dem Gerät auch an anderen Stellen verbaut. Das würde passen. Und ADR03, wo ist es hier unten? Hat eine Ausgangsspannung von 2,5 Volt, das würde natürlich genau passen. Und das ist Ultra Compact Precision und irgendwo stand da was von Low Drift und so. Das heißt also, der ist hauptsächlich darauf ausgelegt, möglichst wenig die Spannung zu verändern, wenn sich die Temperatur verändert. Hat zwar jetzt nicht unbedingt die Genauigkeit, die man wahrscheinlich haben will, aber wahrscheinlich reicht's und absolute Ungenauigkeit lässt sich ja rauskalibrieren, solange der Rest stabil ist. Na gut, ich raub mal hier fleißig wieder das ganze Zeug zusammen, denn ich möchte es ja am Ende benutzen und nicht hier offen rumstehen haben. Werd dann auch mal gucken, ob ich das irgendwie PC-technisch angebunden bekomme. Ich gehe sehr stark davon aus, dass das kein großes Problem ist. Diese Messgeräte hier, die arbeiten üblicherweise mit SCPI oder SCPI. Das ist so ein Protokoll auf ASCII-Basis. Das heißt, wir schicken einfach einen Text hin, so nach dem Motto, hier, wer bist du? Und das Gerät antwortet, hallo, ich bin Modellnummer sowieso. Oder wir schicken halt hin, hey, was hast du gerade für einen Messwert? Und wir kriegen den Messwert zurück. Da ist natürlich auch noch super, hier diese Messgeräte, die haben fast immer eine sehr, sehr, sehr ausführliche Anleitung. Ich hatte eben mal kurz reingeguckt, die User-Anleitung, das sind über 100 Seiten, die wir haben. Das Service-Manual hat mich ehrlich gesagt enttäuscht ein bisschen. Wir haben zwar drinstehen, wie man das Ding zerlegt, der schematische Aufbau, wie die Dinge miteinander verschaltet sind. Aber ich würde sagen, die älteren Messgeräte, die ich hier habe, die haben da ein bisschen mehr Infos drin als hier das. Na gut. Ich hoffe einfach mal, dass ich in nächster Zeit hier keine Wartungen dran durchführen muss. Ich meine, das Ding ist komplett sauber von innen. Wir haben nicht wirklich irgendwas an Staub hier drin oder so. Also das ist für das Alter auf jeden Fall super. Oder jemand hat es sehr professionell sauber gemacht. Und auch sonst sehe ich hier keine Großkondensatoren, die jetzt so aussehen, als ob sie in nächster Zeit da die Grätsche machen dürften. Das hier, das ist alles Eingang, wie es aussieht. Ich glaube nicht, dass die zum Problem werden. So, Gerät wieder zusammen und im Inneren war nichts drin, wo ich jetzt sagen würde, okay, das sollte man jetzt präventiv schon mal austauschen. Also sollte das Ding auch in nächster Zeit nicht mehr um die Ohren fliegen.
Ich muss mich natürlich noch darum kümmern, irgendwie das GPIB zum Laufen zu kriegen, denn naja, die PC-Schnittstelle ist ja so eines der großen Vorteile hier von dem Ding, dass man da auch sinnvoll messen kann oder auch natürlich irgendwelche automatisierten Abläufe machen kann. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass das so kompliziert wird. In der Anleitung ist eigentlich so registermäßig alles beschrieben. Das sollte recht einfach gehen. Aber danach zu urteilen, dass ich von einem Multimeter das auch noch offen habe, irgendwie, ich sollte vielleicht mal meine Projekte auch fertig machen. Naja, auch solange ich die PC-Steuerung nicht habe. Ich habe ja das Frontpanel, damit kann ich bedienen und hoffentlich so das ein oder andere Anschaltungszeugs ein bisschen einfacher messen können oder Fehler suchen können. Und ja, das Ding, das hat jetzt die letzten 25, 30 Jahre durchgehalten. Mit etwas Glück tut's auch die nächsten 25, 30 Jahre, was es soll.